Und da gehen die Äuglein auf. Was ist mit uns? Wo sind wir? Okay, Krankenwagen wahrscheinlich. You too. I think the circumstances allow. Mhm. Gordon was telling me how you found me. Sounds like top drawer detective work. So sind wir eben. It was a team effort. Batman led the charge. It's not easy to say this, but it looks like you saved my life. Ach, plötzlich. I guess that puts me in your debt. Jetzt schulden Sie mir was. Doesn't make you special, Waller. It certainly doesn't mean I like you. Jim, es ist die would Wahrheit. You mind giving us a minute? Oh. Batman and I have some unfinished business. Ist das so? I'll go check on Joker's transfer, make sure they don't take any chances. Just try not to rip each other's heads off, okay? We can all play nice now the bad guy's in cuffs. You don't have to worry. Our stalemate from the roof still stands. I'm pulling out of Gotham effective immediately. Sehr schön. Then why are we still talking? Tiffany Fox. Riddler's death may have caused a lot of problems, but I won't make her pay for it. I'll leave that to the man who can't stand killing. Danke. I know you think I'm the devil, but I want you to understand. I didn't see things going down like this. I let the mission get out from under me. Never really regained a solid footing. Mm-hmm. Watch out, Waller, or you might stumble onto an actual apology. You let me talk, we might get there. Oh. I just came here to round up the pact. Quick and easy. And if Riddler led you to Sanctus, that would have been a bonus. Listen. Everything I did for the greater good. To protect Gotham, to uphold the law, to make the world a safer place. Mm-hmm. You did what you thought was right. I won't judge you. Who knows? Maybe our paths will cross again in the future. Vielleicht, vielleicht auch nicht, Wallah. Maybe we can work together again. Weiß ich nicht, glaube ich nicht. On equal footing, of course. I could see us accomplishing great things, Batman. Now that we understand each other. Mm-hmm. Tschüss. Ach, schön, ich liebe es. Au revoir. Jim amüsiert sich köstlichst. Das war ein geiler Abgang. Jetzt mal ernsthaft. Diese Walla, ich traue ihr nicht. Ich traue ihr nicht, ich will nicht sagen, dass ich mit ihr zusammenarbeiten möchte, weil will ich nicht. Büro des Bürgermeisters um 7:45 morgens, weil der gute Bruce nie schläft, natürlich. Okay, das ist diese Spritze, mit dem der Riddler umgebracht wurde. Es ist tatsächlich Tiffany gewesen. Krass. Okay, sie habe ich nicht im Verdacht gehabt. Aber macht Sinn, oder? Es macht Sinn. Weil der Riddler war es ja, der ihren Vater umgebracht hat. Von daher kann ich das verstehen, dass sie das war. Trotzdem nicht auf dem Schirm gehabt, irgendwie. Tiffany, we need to talk. Mhm. Yeah, I figured. You're hurt. It's nothing. I saw you take much worse. Oh, das Joker machen wir auch was going regelmäßig. To cut Waller ear to ear. I had to create a distraction. It was certainly distracting. Mm-hmm. My confession. It took you by surprise, didn't it? I just couldn't keep it in anymore. You know I don't condone killing. Not even scum like Riddler. I've been dreading this moment. Especially since I learned who you are under that mask. I was afraid of what might happen if you found out. I guess I was hoping you never would. Aber?
Why didn't you talk to me sooner? I wanted to work with you, to be part of your mission. But you kept this from me. A murder? I know. I'm sorry. I knew this would ruin everything. You were right. Riddler tore my family apart, Bruce. My mother hasn't left the house since the funeral. And Luke? He just lashes out. My father's death broke them. It broke all of us. I won't ask for forgiveness. But I hope you can understand why I had to do it. Das tue ich tatsächlich. I just felt so powerless. Like my life was crumbling around me. I had to do something to take back control. Please tell me you get that. Revenge is an impulse, one to be checked. I can't condone it. But I do understand it. Absolut. Thank you. That means a lot. Ich meine, was würden wir... I couldn't bear it if you despised me. Was würden wir tun, ja, nur mal ganz kurz, wenn jemand Alfred umbringen würde? Denkt mal darüber nach. Ich glaube, ich würde durchdrehen, ich würde ausflippen. Wir würden alle umbringen, die damit zu tun haben. Als Batman, ist mir scheißegal. Sorry, weiter geht's. So, where do we go from here? Ja, du bist gefeuert. I suppose this puts me on your most wanted list. Rather than us working together? Nein, ich will sie nicht vor Gericht sehen. Nein, das möchte ich nicht. If you want to fill your father's shoes, you need to learn right from wrong. You need someone to teach you. Ab sofort muss sie sich bessern. You're giving me a second chance? Yes. Think of it more as a sentence. You'll have to work hard for your redemption. Aww. I promise I won't let you down. Then let's get started. Oh. Oh, wow. Das ist cool. Einfach ein Jetpack. Wir können das nicht. Naja, okay. Vielleicht doch. Aber nicht ganz so cool. Gebrochen. Eieieiei. Es ist schon... Ja, das war... Aber ich glaube, das war die richtige Wahl. Ich glaube, das war die richtige Wahl, sie gehen zu lassen. Oder besser gesagt, sie nicht zu bestrafen. Nicht großartig. Wayne Manor. Um 17:45 abends. Bruce Wayne kommt in den Salon. Alfred besäuft sich. I was going to write a note, but I'm not a coward. At least I don't want to be. Not anymore. Then again, this won't be the first time I've found my courage in a single malt. Courage for what? Was machst du, Alfred? Saying goodbye. Was? Was? I'm leaving, Bruce. Dann geh einfach. It's time I went in search of better pastures. Wegen Urlaub, oder was? You just need rest, Alfred. Why don't you take a long vacation? Like we talked about. Someplace in the sun, on the other side of the world from Gotham. I rather think this vacation will be permanent. But why? This war of ours is not what it was when we started. I no longer have the stomach for it. It's not sustainable. At least not for me. Come on, Alfred. You know I can't do what I do, what we do, without your help. Well, maybe you don't have to do it at all. Our mission used to be so clear. Catch the criminals, lock them up. But nothing is clear anymore, at least not to me. Now everything has become so gray. Gray? Talk to me, Alfred. Das kommt jetzt aber überraschend, muss ich sagen. We used John Doe, exploited his friendship to get you into the pact. We took advantage of someone you met in an asylum, for God's sake. Someone clearly challenged with a proven tendency to violence. Yeah. Well, it worked, didn't it? In a manner of speaking.
You empowered John Doe, kept him close when you should have put him away, inspired him to become something far more dangerous than he ever was. What's your point? Sometimes it's as if Batman creates the evil he means to destroy. For all our good intentions, I fear we only make things worse. A dreadful thought, I know, but one that keeps me awake at night. Du musst betrunken sein. Oh, please. There were plenty of criminals around before Batman showed up. I put most of them in jail. Two-Face, Cobblepot, Lady Arkham, Joker, all they have in common is you. Anyone who comes into contact with us suffers. Lucius is gone. Tiffany has blood on her hands. I foolishly thought bringing her in might make things better, as if her enthusiasm might remind us how things were in the beginning. We put her in danger on her first day, dodging machine guns at a crime scene. The lives we touch are touched by pain. Friends, colleagues, innocents. No one is spared. You think I want that? We can fix the problem, Al, but not if we run from it. Unless we are the problem. Leaving this all behind might be the only solution. Was? Aber dann hat das Böse freie Bahn. One thing is for certain. My tremors are gone. Well, that's great news, Al. Immerhin. They stopped the minute I made the decision to go. I thought it was the kidnapping with Lady Arkham that caused them. Some kind of residual trauma. Mm-hmm. But I had it wrong. This sense of powerlessness I've been feeling, it came from something I saw in you. The tremors, the fainting spells, all of it. Alfred, I'm so sorry. I've caused you so much pain. No, please, don't misunderstand me. Let me explain. Your father was driven by an obsession, by a need to control. He rushed headlong into the darkness, thinking himself invincible, oblivious to the cost. Just like you. Not like me. I chased that darkness away. And yet, history is repeating itself. I'm more certain of that with every passing day. Ach, komm schon. Okay, maybe I am more like my father than I want to admit, but our paths are different. Can't you see? The paths may diverge, but they end in the same place. Face down in an alley, shot in the dark by criminals in some godforsaken corner of Gotham. I won't be witness to that. I won't bury you, too. I stood by and did nothing while Thomas destroyed himself, along with everything he loved. I enabled him, like I've been enabling you. Realizing this, I've never felt so helpless. I wanted things to be different for you, my boy. You deserved a better life than the one I gave you. I failed you, and for that I'm sorry. Ach komm. Jetzt sei nicht so dramatisch. You did the best you could, Al. In a single night, the family was shattered, and you were left to pick up the pieces. I may have picked them up, but I did a poor job sticking them back together. Oha. Das ist aber ziemlich dunkel hier gerade. Sehr, sehr dark, well, was hier passiert. I don't want to miss my flight. Wohin? There's always traffic around the airport. Wohin? Der will echt gehen. Oh, und wir werden schon wieder gerufen. You don't have to do it, Bruce. There are other ways of doing good in the world. But you pour everything into your bloody crusade. And I know you too well to hope you'll ever change. Wir sind eben Batman. Wir sind eben Batman. Und wir können das nicht ändern. Das ist unsere Natur. Was ist jetzt? Lassen wir ihn einfach gehen? Oh nein! Was ist das für eine scheiß Entscheidung, Mann? Das ist das Schlimmste. Schlimmer ging's nicht. Oh Gott, ey. Also
Also, das ist eine Entscheidung, die kann ich nicht in 5 Sekunden treffen, jetzt mal ernsthaft. Batman aufgeben? Alfred aufgeben? Die Stadt geht zugrunde ohne Batman. Oh, ist das scheiße, Mann. Ich... Das ist wirklich eine sehr, sehr miese Entscheidung jetzt. Also das ist wirklich mies. Spiel, das ist sehr mies. Ich habe dich bisher gemocht, Spiel. Jetzt? Nö. Jetzt ist aus. Ich mach Schluss. Es ist... Oh, das ist schlimm. Oh, das ist... Und ich weiß nicht, was passiert. Je nachdem, was ich drücke, was passiert? Wenn ich jetzt drücke, Batman aufgeben. War's das? Spiel vorbei? Okay, das Böse hat gewonnen. Oder wenn ich Alfred aufgebe, was passiert dann? Er fliegt weg und kommt wahrscheinlich nie wieder. Ist aber mit sich selber glücklich, im Reinen wahrscheinlich. Was für mich okay wäre. Aber es ist Alfred, er ist Familie. Was entscheidet man bei sowas? Wie gesagt, Batman zu sein ist unsere Bestimmung. Und ich kann nichts anderes tun. Ich muss Alfred aufgeben. Ja. You're right, Al. It's who I am. I will always be Batman. And that will never change. I know. Rubbish goes out on Tuesday. And there's lasagna in the freezer. I'm sure you'll manage. Oh, Mann, ey. Fuck, ey. So eine miese Entscheidung. Ich hasse das so sehr gerade. Oh, es ist mies. Aber was hätte ich anderes machen sollen? Ich kann nicht Batman aufgeben. Was dann? Das Dunkel vor der Dämmerung. Moment, war das das Ende? Das war das Ende? Das war das Ende? Im Verlauf der Staffel wurden deine Beziehungen durch deine Aktionen und Entscheidungen beeinflusst. Wir generieren mal. Aber was ist mit Joker? Deine Entscheidungen sind bereit. Was geht hier ab, ey? You got that look in your eye, the kind that says you're trouble. Okay. Agency Asset, Harley Quinn. Du und 50% der Spieler haben ihre Bedeutung für die Agency zurückgewiesen. Sie war außer sich vor Freude darüber, dass der Überfall auf Wayne Enterprise ohne Probleme ablief. Sie raste vor Wut, weil der Pakt sie beim Überfall auf den Agency-Konvoi zurückließ. Harley fühlte sich kurzzeitig traurig, als du deinen Verrat offenbart hast, verurteilte dich aber dennoch zum Tod. Und wir sind trotzdem am Leben. Harley war untröstlich, als du John überzeugen konntest, sie zu überwältigen. Obwohl sie noch für die Agency arbeitet, befürchtet Harley, dass sie nur eine von Wallers Schachfiguren ist. Was sie ist eine Schachfigur. Das ist das Ende? diese Moves. Thunderbolt! I'm the whole goddamn hurricane! Alter, das ist ja wie Charaktere auswählen bei Mortal Kombat hier gerade. Der Director of the Agency, Amanda Waller. Du und 15% der Spieler haben mehr oder weniger Frieden mit ihr geschlossen. Mehr oder weniger, wohl eher weniger. Aber 15%? Sie freute es, dass du ihre Autorität bestätigt hast, als du Riddlers Handlanger beim GCPD verhört hast. Es gefiel ihr nicht, dass du Gordon nach dem ersten Kampf mit Bane kontaktiert hast.
Walla war außer sich, als du deine Tarnung gegenüber dem Pakt hast auffliegen lassen. Sie hat dich zum Staatsfeind erklärt, weil du dich auf der Gotham Bridge auf John Doe's Seite geschlagen hast. Okay, voll übertrieben, aber ja. Auch wenn dein Waffenstillstand mit Walla immer noch anhält, war sie überrascht, dass du sie für ihre Taten nicht verurteilt hast. Wir sind immer ein fairer Mensch. Wir sind ein sehr fairer Mensch und ich mag sie nicht. Aber sie hat ihre Gründe. Sie hat ihre Gründe. Wahrscheinlich. Aber ich mag sie trotzdem nicht. Next. Jim Gordon. Fuck. Gotham's safety is slipping out from under me and I can't stand it. Okay. Partners. Okay, du und knapp 60% der Spieler haben Gordons Entschuldigung angenommen. Warum auch nicht? Er ist ein guter Freund. Er fühlte sich geehrt, dass du ihm deine geheime Verbindung zu Lucius Fox anvertraut hast. Er fühlte sich hintergangen, als du Eli hinter seinem Rücken verirrt hast und erklärte eure Partnerschaft für beendet. Ja, das waren schwere Zeiten. Er war überrascht, dass du ihn trotz eures jüngsten Zerwürfnisses nach Banes ersten Angriff angerufen hast. Das stimmt, weil ich ihm ja vertraue. Gordon war angewidert, als du dich auf die Seite der kriminellen Catwoman geschlagen hast, nicht auf die des Gesetzes. Wo ist Catwoman überhaupt? Was ist mit dir? Ich dachte, da kommt noch was. Er war dankbar, als du ihm den vor Walla verursachten Verlust seiner Selbstbeherrschung vergeben hast. Ja. Im Großen und Ganzen sind wir Freunde geblieben, würde ich sagen, oder? Würde ich jetzt mal sagen. Aber das ist das Ende? Catwoman? Hallo? I weighed my options and what can I say? I don't like to lose. Catwoman, fight. Das ist ehrlich, wie bei Mortal Kombat gerade. Was? On the Prowl? Du und 2,6% der Spieler haben Selinas Strafregister gelöscht. Was, nur 2,6%? Warum? Warum bin ich so selten? Was habe ich getan? Bei ihrer Rückkehr nach Gotham war Selina erleichtert über deine Aussage, dass es für niemanden endgültig zu spät ist. Sie war berührt, als du dich gegen Gordon gewendet hast, um sie vor dem GCPD zu warnen. Sie war enttäuscht, als du ihre Hilfe abgelehnt hast, Riddlers Laptop zu knacken. Voll die Enttäuschung. Selina war bestürzt, als Harley dich nach dem Auffliegen deiner Tarnung zum Tod verurteilte. Das stimmt. Sie war sehr bestürzt, ja. Aber wir haben überlebt. Ich dachte, wir kriegen sie noch irgendwie zu sehen. Nichts mehr. Nichts mehr. Tiffany? Tiffany Fox. I won't let you down. Okay. Protégé. Du und 80% der Spieler haben Tiffany unter ihre Fittiche genommen. Warum auch nicht? Also, sie ist Lucius Tochter. Allein deswegen. Tiffany fühlt sich verraten, als du deine Verwicklung in Lucius Tod zugegeben hast. Sie war um dich besorgt, als sie dich verstecken sollte, während du Harley geholfen hast, den Phalanx-Schlüssel zu stehlen. Nachdem sie bemerkte, dass du mit der Agency zusammenarbeitest, bereute sie es, dir das GCPD auf den Hals gehetzt zu haben. Das stimmt. Ich erinnere mich. Sie war zuerst verwirrt, aber dann völlig überwältigt, als du ihr gesagt hast, dass du Batman bist. Wir hatten es eh vor ihr zu sagen, von daher, ich fand das schon die richtige... Ich frage mich, was passiert wäre, wenn wir ihr das nicht gesagt hätten. Was wäre denn hier alles passiert? Interessant. Nun büßt Tiffany für den Mord an Riddler unter deinen wachsamen Augen. Oh ja, voll die Strafe. Oh ja, was ist eigentlich mit dir? Iman Avesta. Criminally insane. You're drawn to them, aren't you? Mhm. Okay, sie ist jetzt COO in Wayne Enterprises. Iman Avesta. Knapp 55% der Spieler haben gebeten, für dich zu arbeiten. Ja, warum auch nicht? Ich finde sie gut. Sie macht einen guten Job. Und ich glaube, man kann ihr vertrauen, obwohl sie bei der Agency war. Sie wurde durch Riddlers Spiel und den Verlust ihres Hörvermögens traumatisiert. Das tut mir immer noch sehr leid. Sie war dir dankbar für deine Nachsicht, als sie zugab, Walla deine geheime Identität verraten zu haben. Sie war fasziniert, als du John Doe damit betraut hast, Harley zu finden, nachdem sie Sanctus entkommen war. Nachdem sie dir geholfen hat, um Walla zu erpressen, freut sich Avesta auf ihre neue Rolle bei Wayne Enterprises. Alles richtig gemacht, würde ich sagen. If a man hides in plain sight for that long,
Does he forget who he really is? Eine der schwersten Entscheidungen im ganzen Spiel. Alfred Pennyworth, Parts Unknown. Das schreit nach einer dritten Staffel. Liebe Spieleentwickler, liebes Telltale, macht eine dritte Staffel. Ich bitte euch. Nachdem er, also 58% der Spieler ließen ihn ziehen, anstatt Batmans Kreuzzug aufzugeben. Das ist wahrscheinlich, ich hoffe sehr, das ist wichtig für die dritte Staffel. Weil dann werden wir diese ganzen Entscheidungen hier nochmal mitnehmen. Fee, jetzt kommt keine dritte Staffel, dann bin ich aber sauer. Nachdem die Aufzeichnung von Lucius gewaltsamen Tod angesehen hatte, war Alfred von Rachegedanken erfüllt. Hätte ich ihm vielleicht nicht zeigen sollen. Als du Tiffany dein Geheimnis erzählt hast, war Alfred erleichtert, es nicht länger vor ihr verheimlichen zu müssen. Nach seinem Zusammenbruch im Batcave war Alfred beruhigt, als du der Notwendigkeit eines Urlaubs zugestimmt hast. Aber keinen dauerhaften Mann! Er wurde zutiefst besorgt über Batmans anhaltenden Einfluss auf den vigilanten Joker. Alfred verließ Wayne Manor, gepeinigt von den Überzeugungen, dass sich dein Kreuzzug gegen Kriminelle verzehren wird. Aber das ist eben unsere Bestimmung. Es wird uns nicht verzehren. Ich werde dafür sorgen. Also, ich weiß nicht, aber ich hoffe, wir sehen Alfred wieder. Ich hoffe sehr. Und da ist er. Joker! We're two threads in the same stitch, bound together, even under strain. Das ist schon echt das Ende dieser Staffel, ne? John Doe, Fallen Friend. Du und 54% der Spieler haben Joker gesagt, dass ihr immer noch befreundet seid. Ich habe alles versucht. Ich habe wirklich alles versucht, ihn umzukehren. Er ist am Ende absolut durchgedreht. Er ist komplett abgedreht. Wirklich, da ging gar nichts mehr. John war verärgert, als du ihn auf Lucius Beerdigung hast abblitzen lassen und dich geweigert hast, seine Freunde zu treffen. Er war untröstlich, als Harley nach dem Überfall auf den Konvoi zurückgelassen wurde. John war schockiert, als du deine Tarnung Harley gegenüber hast auffliegen lassen und so ihren Zorn auf dich gezogen hast. Wir mussten es tun. Ich wusste nicht, was sie mit Catwoman machen. Nachdem du ihm im Gruselkabinett vertraut hattest, verschrieb John sich dazu, dir bei der Säuberung Gothams zu helfen. Jo, darum habe ich nie gebeten. Hält dich für ebenso verrückt wie sich selbst, weil du denkst, dass ihr Freunde seid. Toll. Ganz toll. Es ist ein Traum. Hast du den Regler für Freeze gedreht? 14,5% zögerten während Banes Angriff? Was hat es mit Freeze zu tun? Was? 70% der Spieler haben Willy gerettet? Wer ist Willy? 15,4% der Spieler haben Agent Harrison gerettet. Okay, Agent Harrison, habe ich ihn gerettet? Weiß ich schon gar nicht mehr. Hast du Tiffany zum Einsatz mitgenommen? Haben wir. 77% haben das auch gemacht. Hast du zugestimmt, Joker an Waller auszuliefern? Wir haben uns geweigert, so wie fast 70%. Weil ich mag Joker lieber als Waller, muss ich sagen. Ist halt so, auch wenn er absolut crazy ist. Hast du die Maske aufgegeben, damit Alfred bleibt? 58% haben sich entschieden, weiterhin Batman zu sein. Ich bin Bruce Wayne, ich bin Batman. Ich kann es nicht einfach aufgeben, das geht nicht. 5,7% der Spieler lehnten es ab, Alfreds letzte Worte zu hören. Alter. Und 36% haben Alfred versichert, Batman aufzugeben. Okay. Welchen Joker hast du besiegt? 55% der Spieler haben den vigilanten Joker besiegt. Was für einen Joker gibt's denn noch? Das ist alles nochmal dasselbe. Fotos gesammelt. Haben wir Fotos gesammelt? Oh, schön. Ich hoffe, da kommt noch was. Ich hoffe, da kommt noch was. Komm schon! DC, komm schon! Ja! Können wir es heilen? 2.18 Uhr. Danke. Irgendwas wenigstens. Okay. Visitor for John Doe. Es ist Bruce.
Bruce! Na klar, wer sonst? Dieses Lachen am Ende. Wir sind also tatsächlich Freunde geblieben mit Joker, mit John Doe. Wer zuletzt lacht, Freunde? Es ist unfassbar. Platin, die einfachste Platin ever. Spiel einfach das Spiel durch. Genau wie die erste Staffel. Genau dasselbe. Freunde. Okay, also. Das war also Episode 5. Das war die letzte der Staffel 2. Ich schaue mir mal das letzte Bild an, das jetzt in Farbe ist. Wunderschön. Mit dem guten Joker. In Farbe und bunt. Also ich muss sagen, das Ende war so ein bisschen, weiß ich nicht, war das abrupt? Es kam mir so ein bisschen abrupt vor. Irgendwie habe ich das Gefühl, es fehlte, aber es ist halt ein offenes Ende. Und ich hoffe sehr, dass es eine dritte Staffel gibt, wirklich. Diese Story, vor allem jetzt aus der zweiten Staffel, muss ich sagen, die hat eine Fortsetzung sowas von verdient. Sowas von verdient. Wobei, ja, ist es ein offenes Ende? Ich meine, Joker ist im Knast, in Arkham. Problem ist jetzt halt, Alfred ist weg. Weißt du, Alfred ist weg. Er kommt wahrscheinlich nicht wieder. Vielleicht ist das einfach das Ende, was wir uns selber hier zusammenbasteln durften. Ist okay. Wenn das Ende ist, dann ist es okay. Vielleicht übertreibe ich es auch. Dass hier irgendwas fehlt am Ende, aber ja. Ich muss sagen, aber von der Story her, von der kompletten Story der zweiten Staffel, ist das schon um einiges besser als die erste. Ja, die erste Staffel fand ich okay, ja, fand ich okay. Aber diese hier, die hat nochmal alles getoppt, muss ich sagen. Hat mir wirklich sehr gut gefallen. Und von den Telltale Games hat das tatsächlich ganz schön Eindruck hinterlassen. Also wenn ich mir mal die Telltale Games anschaue, die ich schon gespielt habe, Walking Dead. The Walking Dead ist für mich Nummer 1. Also auf jeden Fall ist ganz oben. Was ich aber in jedem Fall sagen kann. Wir haben ja The Wolf Among Us gespielt und jetzt eben Batman. Ich glaube, Batman hat tatsächlich Wolf Among Us überholt. Also die zweite Staffel, ja, nicht falsch verstehen. Die erste Staffel ist die schwächste leider von den ganzen Telltale Games. Aber die zweite Staffel, die hat nochmal einiges rausgehauen. Vor allem mit den Charakteren, die hier dabei waren. Mit Bane, dem Riddler, dem Joker und... Alter, der Joker. Jokers Rolle hier ist so gut in die Story eingeflossen. Er hat als John Doe angefangen, weißt du, als Unbekannter sozusagen. Batman, Bruce Wayne kannte ihn nicht. Und andersrum, er kannte Bruce Wayne und halt Batman nicht persönlich. Und das war schon echt cool, dass die Story so aufgebaut wurde, dass die beiden sich kennengelernt haben. Man hätte auch sagen können, die werden zu Erzfeinden, die ganze Zeit. Also wir hätten die ganze Zeit scheiße mit ihm sprechen können, scheiße mit ihm sein können, von wegen, wir sind keine Freunde, wir sind Feinde. Hätte ich wahrscheinlich auch machen können, aber ich wollte Best Friends werden mit Joker. Ich weiß nicht warum, ich mag den Charakter einfach. Wahrscheinlich ist es das. Ich mag Jokers Charakter einfach zu gerne, auch aus den Filmen, weil die einfach super gespielt wird von all den Schauspielern. Und hier in diesem Spiel, muss ich sagen, war ja eine sehr, sehr, also mit einer der besten Rollen. Fände ich sogar besser als Batman selbst. Wenn ich mich mal weit aus dem Fenster lehne. Ich fand ihn tatsächlich besser als Batmans Rolle. Er ist der Hauptcharakter in diesem Spiel, glaube ich. Für mich. Ja, also... Die Rolle, er war ja auch ganz kurz. Er war ja ganz kurz in der ersten Staffel dabei. Ja, ganz, ganz kurz, weil als wir in Arkham waren, war zu kurz. Deswegen bin ich froh, dass es diese zweite Staffel gibt und er im Grunde von Anfang an dabei war. Von Anfang bis Ende. Und er hat die Serie in jedem Fall aufgewertet. Er hat sie aufgewertet um ein Vielfaches.
muss ich sagen. Hat echt Spaß gemacht, ihn dabei zu haben. Sehr lustiger Charakter, sehr bekloppter, bescheuerter, verrückter Charakter. Aber so ist er eben, der Joker, ne? Freunde, ich bin begeistert. Also im Gegensatz zur ersten Staffel muss ich sagen, die Grafikfehler, die waren weg. Also ich habe keine Grafikfehler gesehen. Bis auf einmal, als wir im Auto saßen und wir nicht rausgucken konnten. Ich glaube, das war der einzige Grafikfehler, der wirklich merklich war, den man wirklich gemerkt hat während dem Spielen. Ansonsten, ich glaube, da waren nicht wirklich... Also es gab ja in der ersten Staffel diese Probleme mit dem, dass manche Szenen sehr undeutlich waren, sehr, sehr unscharf waren. Hatte ich hier null. Also hier war alles super, alles lief flüssig, das Spiel hat Spaß gemacht und es gab keine Abstürze, gut, in der ersten Staffel auch nicht. Hätte ja sein können. Nee, aber von der Grafik her war das auch eine sehr hohe Aufwertung. Was soll ich sagen? Also, wie gesagt, Telltale Games von der Platzierung her, Staffel 2 von Batman auf Platz 2. Hinter The Walking Dead. Also, nicht schlecht. Danach kommt, wie gesagt, The Wolf Among Us, auch eine sehr coole Story. Da kommt ja auch der zweite Teil raus, ist ja angekündigt. Da bin ich auch sehr gespannt. Vielleicht überholt das Batman wieder, weißt du? Kann alles sein. Okay, Freunde. Das war das Let's Play zu Batman, dem Feind im Innern. Sehr geiles Spiel. Ich kann das nur jedem ans Herz legen. Ich kann das Spiel eigentlich nochmal starten mit anderen Entscheidungen, aber das mache ich nicht. Das überlasse ich euch. Ihr könnt andere Entscheidungen treffen, wenn ihr euch das Spiel holt und einfach sehen, was passiert. Ja, ihr könnt mir gerne in den Kommentaren schreiben, falls ihr das Spiel schon gespielt habt, was sich alles geändert hat, was für Entscheidungen ihr getroffen habt. Das würde mich sehr interessieren, wie das Spiel dann aussehen würde, wenn man zum Beispiel die ganze Zeit scheiße ist zu Joker. Hätte man ja auch machen können, aber ich habe ihm geholfen die ganze Zeit. Ich glaube, dann würde er ganz anders auf uns reagieren, oder? Ganz anders. Mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch, ja? Ihr könnt mir gerne, wie gesagt, Kommentare dazu schreiben, Likes dalassen, Abos dalassen. Sehr wichtig für mich. Ich bin sehr glücklich über jeden neuen Zuschauer. Und ja, ich würde sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns in einem neuen Let's Play wieder. Und bis dahin sage ich adios, amigos. Bis dann. Ciao, ciao.